Pressekonferenz in einer der besten Lagen Frankfurts, im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof, mitten im Herzen der Innenstadt. Wäre dieser Konferenzraum eine Wohnung, würde die Miete wohl mit rund 16 Euro pro Quadratmeter zu Buche schlagen. Damit bewegt sich die 700.000 Einwohner-Metropole Frankfurt am obersten Rand dessen, was in der Republik so an Mieten verlangt wird. Vergleichbar nur noch mit Ballungsräumen wie Hamburg, München oder neuerdings auch Berlin. Rosige Zeiten also vor allem für Vermieter? Das kommt darauf an, wo man wohnt. In der Fläche sind die Zeiten in jedem Fall für die Mieter besser. In den Ballungsgebieten sind sie, besonders in den sogenannten Innenvierteln, sind sie für die Vermieter besser. Im Prinzip also alles eine Frage des Standorts. Die Formel ist dabei ganz einfach. Je größer, moderner und beliebter eine Stadt oder auch ein bestimmter Stadtteil, desto höher die Mietpreise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in Frankfurt, und das zeigt ja auch unsere Tabelle, die Mieten gestiegen sind wie in München und wie in Hamburg. Aber es gibt sicherlich auch Städte in Hessen, Kassel, wo die Mieten in keinem Verhältnis so gestiegen sind wie in Frankfurt. Und dann kommen die Experten vom Deutschen Immobilienverband noch zu einer Erkenntnis, die sich so gar nicht mit dem Gefühl der Menschen deckt. Demnach bezahlten Mieter in Deutschland, heute inflationsbereinigt nämlich, sogar noch weniger fürs Wohnen als noch vor 20 Jahren. Zudem macht der Verbandspräsident allen Mietern zusätzlichen Mut. Der kräftige Mietpreisanstieg der vergangenen Jahre werde sich so nämlich nicht fortsetzen. Der IVD spricht sich deshalb auch ganz klar gegen eine in letzter Zeit öfters von der Politik ins Spiel gebrachte Deckelung der Mietpreise aus. Ich bin für keine Deckelung auf dem Wohnungsmarkt, weil jeder Eingriff in Neuvertragsmieten automatisch bedeutet, dass der Wohnungsneubau zum Erliegen kommt. Denn der Investor muss mit verlässlichen Zahlen rechnen. Und wir brauchen gerade in den Ballungsgebieten brauchen wir den Neubau. Wir brauchen ihn nicht auf dem flachen Land und wir brauchen ihn auch nicht in den Städten, wo wir jetzt schon Wohnungsleerstand haben. Das ist in Frankfurt aber nicht der Fall. Leerstände gibt es hier, wenn überhaupt, nur bei Bürogebäuden. Aber genau da liegt auch das größte Potenzial der Main-Metropole. Ganze Hochhausetagen könnten nämlich nach und nach in Wohnraum verwandelt werden.